Zeit für letzte Handgriffe in der Startaufstellung, bevor das Rennen beginnt. Aston Martin hat gute Arbeit geleistet und steht nach dem Qualifying genau dort, wo das Team von allen Experten erwartet wurde. Jetzt geht es darum, die Erwartungen im Rennen zu erfüllen. Alfa Romeo hat die Erwartungen im Qualifying erfüllt. Wenn sie so weitermachen können, steht ihnen ein gutes Rennen bevor. Wir haben hier heute sonniges Wetter, allerdings lauern einige Wolken, die den Teams später einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen könnten. Und die Vorfreude am Yas Marina Circuit erreicht ihren Höhepunkt. Ist es schon Zeit für den Start? Für die Fans hier in Abu Dhabi schon. Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum F1 Manager 2022. Wir sind in Abu Dhabi, letztes Saisonrennen steht direkt an. Wir müssen 58 Runden fahren, haben uns auf den Plätzen 15 und 17 qualifiziert, rutschen aber vielleicht noch ein, zwei Plätze nach vorne, da müssen wir mal schauen. Und na, wir können nicht super viel mehr Sprit mitnehmen. Was wir aber mal schauen müssen, ist, was für eine Strategie wir hier fahren werden. Und da schauen wir einfach mal rein. Was sieht denn hier schnell aus? Hard, Medium. Das sieht nicht super zuverlässig aus. Soft, Hard, Medium. Das sieht ganz okay aus. Da müssen wir mal schauen. Kann man da noch ein bisschen optimieren? Kann man da noch ein bisschen schneller werden? Oh nee, kann man nicht. Okay. Oder Medium, Hard, Medium. Könnte man da noch... Oh, da könnte man noch ein bisschen was rausholen. Ja, also das wäre dann so die Strategie, denke ich. Das heißt, wir fahren hier 19 Runden, ja hier auch, also 19 Runden auf den Mediums und den Rest auf den harten Reifen. Jetzt würde ich aber gerne... das Ganze mal so machen, dass wir am Anfang auf den Mediums fahren, ne, weil der Grip steigt und der Abrieb auch. Und deswegen denke ich, machen wir am Ende die etwas haltbareren Reifen. Und 37 scheint okay zu sein. So, und das ist ein ganz kleines bisschen schneller als Soft, Hard und Medium. Na, schauen wir mal. Wie lange würde man so eine Softs fahren? 15 Runden ungefähr. So, also zum Glück haben wir einen Haufen Reifen aufgehoben. Oh, wie sieht's denn aus? Mit... Das probieren wir mal. Soft, Hard, Soft. Ist das eine Option? Soft, Hard, Soft scheint leider gar keine Option zu sein. Macht uns langsamer. Okay, gut. Dann fahren wir auch hier Medium, Medium und Hard. So, und wir wissen hier bei 19 Runden und bei 36.
37. Ja, okay, machen wir so. Dann fahren beide dieselbe Strategie, dann müssen wir halt gucken, ob die irgendwie zurechtkommen. Wir haben das Maximum an Sprit drin, das kauft uns 0,3 Runden extra. Wir werden am Anfang natürlich trotzdem versuchen, Gas zu geben. Oh, wir haben uns wirklich ein bisschen verbessert. Lando um 2 Positionen und Pierre um 3 Positionen sogar. Da müssen wir gleich mal schauen, wen es nach hinten geschubst hat. Die Frage ist, bringt es jetzt hier viel am Anfang Gas zu geben? Oder machen wir das später am Rennen? Ne, ich glaube, wir müssen es jetzt machen. Ne? Unser Problem ist halt, dass der Motor von Gasly nicht mehr ganz in Ordnung ist und das Getriebe weiß ich auch nicht, ob das nicht mittendrin irgendwie ein bisschen schlapp macht. Bei Lando sieht noch alles in Ordnung aus. Ja, dann würde ich sagen, wir versuchen das mal so. Und dann bin ich gespannt. Eine leicht bewölkte Nacht. Die Fahrer stehen jetzt in Startaufstellung. Und da ist Lando Norris. Mit einem Rennstart aus der zweiten Hälfte der Aufstellung liegen viele Autos auf dem Weg zum Podium. Der nächste Vertreter des Teams, Pierre Gasly. Gestern langsamer als die meisten, also gibt es heute einen Startplatz in der hinteren Hälfte. In wenigen Augenblicken geht es los. Halten Sie sich gut fest für den großen Preis von Abu Dhabi. Das Startsignal erlischt und los geht's. So, da bin ich ja mal gespannt. Also wir schauen erstmal hier drauf. Tsunoda und Stroll sind beide vor uns. Magnussen und Latifi hinter uns. Okay, also die Konkurrenz ist direkt um uns drum eigentlich. Mick Schumacher ist ein bisschen weiter hinten. Also dann versuchen wir hier vielleicht mal an einem Alpha Tauri vorbeizukommen. Ah, wir sehen, Stroll ist auf Softs unterwegs. Tsunoda auf Mediums. Und Magnussen hat er wie erwartet direkt Latifi am Start kassiert. Boah, Alter. War das Gasly, der da innen reingeschossen ist? Ja, das war Gasly. Und jetzt fahren wir zu dritt nebeneinander. Alpha Tauri hat einen Platz aufgeholt. Tsunoda hat Norris überholt. Das heißt, Norris war irgendwann mal vor Tsunoda. Ja, okay, die waren da nebeneinander. Da hat Gasly sich da richtig frech eingemischt. Ein unglaubliches Manöver. Okay, wir fahren jetzt also 3 wide hier. Ich weiß nicht, ob ich davon begeistert bin. Das war ein herber Schlag für das Team. So, Magnussen ist direkt hinter uns. Gasly vor Tsunoda, Norris knapp dahinter. Ja, oder auch ein bisschen davor. Sehen wir uns das genauer. Das war der Aston Martin. So, Gasly müsste da eigentlich rechts sein, oder? Nee, Gasly ist hier auf der Innenbahn. Eine Position gut gemacht und so sieht es ganz einfach aus. Fährt er easy vorbei. Man kann wohl sagen, dass das... Okay, nicht schlecht. So, jetzt sind beide vorbei an Tsunoda. Ah, Norris kämpft da noch ein bisschen. Er dürfte jetzt auf der Innenbahn deutlich schneller sein. Ja, und da ist er endgültig vor ihm. So, es sieht so aus, als wenn wir noch eine Runde hier durchbeschleunigen könnten. Und vielleicht können wir Magnussen so ein bisschen distanzieren, aber das Problem ist natürlich, er hat den viel schnelleren Wagen als wir. Wir haben es gesehen. Da blockieren die Räder.
Sehen wir uns Ricardo die blockiert. Sieh mal einer an. Daniel Ricardo ist nach dem McLaren sind da irgendwo ja weit hinten bei den Williams gelandet. Das bringt uns also schon mal nicht viel. So, und unser Problem ist jetzt, Gasly bekommt auf keinen Fall DRS. Da können wir uns wahrscheinlich querstellen, oder? Kommt er da nochmal ran? Aber wenn wir da Anschluss bekommen würden, wäre das traumhaft. Ja, Gasly hängt jetzt direkt an Stroll dran. Und hinter uns eine Lücke. Ja, die Lücke ist fast da. Ja, der erste Messpunkt ist hier, der jetzt für uns relevant ist. Nee, auch sowieso der generell der erste. Ne? Einer ist hier, einer ist hier. Und da muss jetzt nur der Akku bis dahin durchhalten. Und wir müssen vielleicht zu Noda hier in diesem... Weiß nicht, ich habe ja auf diesen engen Kurventeil jetzt gehofft, dass wir ihn da abhängen können. Hat aber nicht so richtig funktioniert. So, unser Akku quasi gleich alle. Gasly lässt sich da so ein bisschen abhängen. Aber am Messpunkt sind wir noch dicht genug dran. Tsunoda aber leider auch. So, und jetzt powern wir hier voll durch. Mit DRS und allem drum und dran. Stroll hat halt auch noch DRS da vorne. Das heißt, an den Abständen wird sich hier gar nicht super viel ändern vielleicht. Also wir schalten mal auf neutral um, bevor unser Akku komplett alle ist. Und dann haben sich die Positionen jetzt wahrscheinlich so ein bisschen festgefahren. Wir haben Tsunoda abgehängt. Und Stroll vor uns ist auch so ein bisschen an der Grenze des DRS-Bereichs. Also das wird jetzt vielleicht nochmal eine interessante Runde. Unser Akku ist komplett leer. Das ist blöd. Da habe ich ein bisschen übertrieben. Da sitzen wir jetzt natürlich ganz schön blöd rum. Ohne Batterie. Ja, merkt man auch sofort. Gasly wird er abgehängt sofort. Na gut, nach der Runde jetzt hat sich das dann wieder normalisiert. Hoffe ich. Reifen sind schon mal leicht überhitzt. So, Norris bekommt der DRS auf Gasly immerhin. Die beiden Jungs hinter uns, Tsunoda und Magnussen, bekommen natürlich jetzt auch DRS. Das passt uns nicht so sehr in Kram. Aber wenn unsere Jungs sich da mit der Führungsarbeit so ein bisschen abwechseln, ohne sich jetzt da großartig zu behaken, wäre das nicht gerade von Nachteil für uns. So, Norris vorne wieder. Und Gasly mit DRS dahinter. Aber Tsunoda will sich da innen reindrängeln. Kriegt es aber noch nicht gebacken. Ja, ich habe den Akku da echt zu leer gefahren am Anfang. Und hier leiden wir jetzt immer auf der Startzielgeraden. So, Gasly muss halt aufpassen, dass er da jetzt nicht komplett abgehängt wird vom Messpunkt.
Okay, gut. Also da, das scheint sich jetzt so ein bisschen eingegroovt zu haben. Ne? Vor uns fährt Stroll weg im Moment. Ich mache ein bisschen schneller einfach. So, Gasly halt deutlich langsamer unterwegs. Da muss er echt aufpassen. Als Norris wegen des Motors. Der jetzt so ein bisschen ranzig ist. So, und da ist jetzt Tsunoda an Gasly also, vorbeigegangen. Eine Position verbessert. Sehen wir mal, was da passiert ist. Schauen wir mal genau hin. Konzentrieren wir uns auf Tsunoda. Ja, das hatte er letzte Runde schon angedeutet. Da konnte Gasly das noch so verhindern gerade. Einen Platz nach vorn gerückt. Hervorragende Arbeit. Und jetzt klebt Magnussen da natürlich auch dran irgendwie. Das Team. Ja, müssen wir mal schauen. So, und wir müssen ja vor allen Dingen gucken, dass wir auch mit dem Sprit nicht allzu verschwenderisch umgehen. Haas mit einem Überholmanöver. Magnussen auch an Gasly vorbei. Also Gasly wird jetzt abgehängt. Der verliert hier halt schon so eine halbe Sekunde pro Runde. Hervorragend gemacht. Und das Team hat es. Ja. Nicht gut für uns. So, beide an uns vorbei. Haas überholt. Sehen wir uns das mal an. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Haas. So, bekommt er jetzt hier DRS und wir nicht, oder was? Eine Position im Polk aufgeholt. Ach, das war gar nicht die DRS-Strecke. Das ist ein herber Schlag. Angeblich. So, also wir sind jetzt relativ weit hinten. Norris vor Gasly. Und Gasly kann da eigentlich nur drin dranbleiben, weil er halt immer DRS bekommt. So, von hinten schleicht sich schon Vettel an. Hat sich da etwa jemand gedreht? Und Stroll dreht sich hier erstmal in Kurve 6 weg. Sehen wir uns das an. Es ist Lance Stroll. Was für ein Dreher! Ja, dann kassieren wir den doch vielleicht gleich, oder? Haben wir ihn kassiert? Nee, der ist immer noch ganz weit vorne. Wow. 4 Sekunden haben wir schon auf Tsunoda eingebüßt. Oh, das wird vielleicht eine ganz traurige Nummer hier. Also wir müssen einen Fahrer in die Top 15 nach Möglichkeit bringen. Das wäre fürs Geld sehr gut. Sieht aus, als würden die Reifen blockieren. Tsunoda blockiert er erstmal in Kurve 11. Schauen wir mal genau hin. Konzentrieren wir uns auf Tsunoda. Und schon blockieren die Räder. Ja. Das hätte fast das komplette ausbedeutet. So, und da höre ich uns schon und da sind wir dann wieder das halbwegs dran. Ja, immer noch 2 Sekunden hinter ihm. Aber Gasly und Norris jetzt endlich mal ein bisschen Action hier mit DRS. Wer hatte hier den Unfall? Ich sehe keinen Ausfall. Links im Tower. Sehen Vettel. Wir uns die Wiederholung an. Na gut. Wir sehen nochmals hin. Sebastian Vettel war da verwickelt. Der war direkt hinter uns. War da rangekommen. Oh, ein schlimmer Unfall. Und hat dann den Wagen in die Wand gesetzt. Zu viel gewollt, sage ich mal. So, was sind hier? Achso, das sind gar nicht Autoteile, das ist das Boxenstoppfenster. Echt, wir sind schon eher gut am Fenster. Ja. Aber Reifen sehen sehr gut aus. So, unser Problem ist natürlich, wir sind jetzt ein bisschen dicht hintereinander. So, ganz viele sind jetzt schon reingefahren. Das waren vielleicht die Jungs mit den weichen Reifen. Boah, und da ist Alonso ja richtig an uns vorbeigebrettert gerade. Was war denn da los? So, und dann konnte ich mir überlegen, Gasly einfach eine Runde früher reinzuziehen. Das wäre vielleicht gar nicht so doof, oder?
Was hatte meine Option hier? So, wir schauen mal. Also Alonso liefert, er hat uns ein bisschen DRS geliefert, würde ich denken. Da hat schon wieder jemand einen Unfall. Gelbe Flagge, aber kein Safety Car. Ein Safety Car jetzt wäre richtig gut gewesen. Sainz hatte einen Unfall in Kurve 5. Sehen wir uns das mal an. Sainz ist jetzt im Fokus. Oh, Sainz, echt? Der fährt doch vorne mit. Es gibt einen Unfall. Um die Meisterschaft. Das war mal. Das war ein herber Schlag für das. Ja, ich denke, nächste Runde werde ich Gasly schon reinholen. Seine Reifen sind dann auch soweit. Oder haben wir jetzt irgendwie einen Abstand? Ne, wir haben noch keinen Abstand. So, Gasly holen wir rein. Norris holen wir dann zur optimalen Runde rein. Sekunden haben wir da schon pro Runde durch Reifenabnutzung verloren. So, 2,7 stand Gasly. Das ist natürlich nicht wenig. 2,6. Stroll blockiert da nochmal. Sehen wir uns das an. Es ist Lance Stroll. Und da, ja, die Räder. Upsi-dupsi. Das Team ist davon wirklich enttäuscht. Ja, passiert. So, dann schauen wir mal, wie ist denn unsere Rennsituation? Wir sind 2 Sekunden hinter Ricardo. Ricardo war noch nicht drin, der fährt jetzt demnächst rein. Und davor ist dann Carlos Sainz und Lance Stroll irgendwo ganz weit weg schon. Aber der ist auf harten Reifen unterwegs im Moment. Mhm, interessant. Ja, Stroll ist halt wirklich fast 10 Sekunden weit weg. Von der Linie abgekommen. Vettel nimmt nochmal Kurve 16 weit. Sehen Sie sich jetzt den McLaren an. So fern ab der Ideallinie, ja, okay. Das kostet wertvolle Zeit. Das war kein echter Zeitverlust, würde ich behaupten. So, Norris und Gasly kämpfen da so ein bisschen miteinander. Die verlieren da richtig krass auf Sainz. Logischerweise sind immer noch so knapp 10 Sekunden hinter Stroll, also da ändert sich nicht viel. Obwohl die sich natürlich hier gegenseitig mit DRS wunderschön unterstützen. Ja, Gasly da ein bisschen zurückgefallen jetzt hinter Norris. Wahrscheinlich ein gescheiterter Überholversuch. Okay, und da ist Tsunoda jetzt direkt vor uns. Daniel Ricciardo ist hier verwickelt. Oh. Weit, sehr weit von der Linie abgekommen. Das ist nicht ideal. Absolut nicht. Ja, so, also wir haben jetzt Tsunoda eine Sekunde ungefähr vor uns. Und das ist natürlich hier das Zeichen für uns, etwas Druck zu machen. Damit wir da DRS von ihm bekommen können vielleicht. Hat noch nicht ganz funktioniert. Joe dreht sich erstmal in Kurve 16 weg. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt. Und da, oh ja, da, das war ein schöner Dreher. So, jetzt sind wir an Tsunoda dran. Jetzt bekommen wir DRS. Wunderbar.
So, dranbleiben, kleben bleiben. Nicht abhängen lassen, Jungs. Da können wir nämlich ein bisschen zu Nodas Geschwindigkeit mitfahren. Und der ist nämlich nur knapp 8 Sekunden hinter Magnussen. Also wir würden dann vielleicht auf Stroll sogar ein bisschen aufholen können. Das wäre schon gut. So, Gasly hat jetzt natürlich das Problem, ne? Norris vor ihm hat auch DRS und Gasly ist halt ein bisschen langsamer auf die Runde. Ja, da bekommt er schon... Ah doch, da hat er nochmal DRS bekommen. Aber es ist halt super knapp, ne? Könnte sein, dass er jetzt jeden Moment rausfällt. Ja, da ist Gasly schon rausgefallen. Und Norris auch. Jungs, ist euer Ernst? Kommt schon. Auf was für Reifen fährt denn Tsunoda? Auf harten Reifen. Ja gut, weil die halten natürlich richtig gut. Also ich befürchte, Gasly muss hier schon wieder abreißen lassen. Ich könnte da jetzt ein bisschen ins Minus gehen, das wäre glaube ich nicht so das Problem. Aber im Endeffekt bringt es halt nichts. Das zögert die ganze Sache nur hinaus. Gasly wird da abgehängt. Dagegen können wir nichts machen, ne? Also Norris versucht da an Tsunoda dran zu bleiben irgendwie. Gute Taktik von Aston Martin. Und überholt ihn dann sogar. Sehen wir es uns an. Ja, da ist der Flügel bei Norris flach gewesen. Eine Position gut gemacht. Und so sieht es ganz einfach aus. So, dann ziehen die beiden sich jetzt ein bisschen durch die Gegend. Das heißt aber auch für unseren zweiten Boxenstopp, dass wir dann genügend Abstand haben werden, ne? So 4 Sekunden ungefähr. Alpha Tauri hat einen Platz aufgeholt. Da ist man sicher und Tsunoda haut jetzt schauen aber direkt genau ab. Konzentrieren wir uns auf Tsunoda. Macht hier genau dasselbe. Überholt und eine Position gut gemacht. Dasselbe, das wir natürlich gerade gemacht haben bei ihm. Er hat aber scheinbar den deutlich besseren Wagen. So, mit dem ganz tollen Effekt, dass jetzt sowohl Gasly als auch Norris ohne DRS durch die Gegend fahren. Und das ist natürlich überhaupt nicht sinnvoll. Na gut, ich kann jetzt auch nicht Norris sagen, lass dich mal zurückfallen bitte. Das würde auch nichts bringen. 4 Sekunden Abstand. 4 Sekunden Abstand ist super. Das ist genau das Richtige für einen Boxenstopp, der jetzt gleich fällig wird. Okay, das Spiel informiert mich darüber nicht. Diesen Bug gibt es also immer noch. Freue ich mich über Zeiten hier runter. 48, ja. Damit Zeit. Hier sind wir bei 45. Fährt auch schon eine Runde länger. Ja, 4 Sekunden, ne, da kommen die sich genau nicht im Weg. Das können wir uns auch gleich mal angucken. Gucken wir bei Gasly einfach aus dem Cockpit. So, Gasly. Cockpit. Also im Moment sieht er Norris vor sich nicht mal. Ja, der ist hinten schon gerade um die nächste Kurve verschwunden. Copy. So dass Gasly es nicht mehr gesehen hat. So, jetzt fahren wir rein, ganz da hinten. Das da vorne, das Norris. Da sehen wir schon in grün unsere Boxencrew. Fährt ran. Hoch, runter, raus. Und wir können direkt reinfahren. Ohne Zeit zu verlieren. Und dann sollten wir auf eine identische Zeit fast kommen. 30,2 und... 30,0, ne, weil sein Boxenstopp einfach wirklich 0,2 schneller war.
Und ansonsten, wir hatten da halt keinen Verlust dabei. Also 4 Sekunden ist so ziemlich genau das Minimum, das man da haben sollte. So, wir beschäftigen uns mit der neuen Rennsituation. Wir sind jetzt mit Norris 22 Sekunden hinter Tsunoda. Tsunoda fährt auf harten Reifen durch. Das sind noch 29 Runden. Vielleicht, ja, könnte sein. Ricardo vor uns, vor Pierre, auch direkt auf harten Reifen. Ja, wir müssen jetzt irgendwie die Top 15 verteidigen. Also Gasly könnte da gerne an Ricardo nochmal vorbeifahren, wenn er da Bock drauf hätte. Und Lando muss da den 14. Platz gegen Ricardo auf jeden Fall verteidigen. Gasly holt ganz leicht auf Ricardo auf, wenn ich es richtig sehe. Und Norris jetzt 11 Sekunden hinter Stroll, okay. Und da hat irgendjemand einen Unfall schon wieder. Ricardo fährt in die Box. Den hat es dann erwischt. Tsunoda, oh, okay. Sehen wir uns das genauer an. Sieh mal einer an. Der Alpha Tauri-Fahrer ist darin verwickelt. Also schon mal ein direkter Konkurrent hier mit einem Nachteil. Magnussen ist tatsächlich auf Platz 9 vorgefahren. Das ist natürlich nicht gut für uns, ne? Der bekommt dann Punkte. Aber da wir keine Punkte bekommen, hätten wir den Kampf um Platz 10 in der Fahrerwertung dann sowieso verloren. Und 9 Punkte, die liegen glaube ich 10 Punkte hinter uns oder sowas. Ah, ich glaube sogar 15. Haas, ne? Und ich glaube Alpha Tauri sind irgendwie 10 Punkte hinter uns. Und Haas 15 Punkte. So, Tsunoda dreht sich jetzt an Gasly vorbei. Wie macht denn der das? Auf Softs, ja, das habe ich befürchtet. Der ist jetzt mit frischen Softs unterwegs und die kann er dann wahrscheinlich auch bis zum Ende durchfahren. Na gut, da muss Gasly jetzt halt auf jeden Fall Alpha Tauri hat sich um eine den Position 15. Platz verteidigen. Irgendwas war da. Konzentrieren wir uns auf Tsunoda. Ja, der ist jetzt natürlich auf jeden Fall deutlich schneller unterwegs. Besserer Wagen, weichere Reifen. Ja, da kann er mehr Tempo machen. So, war hier irgendwas noch? Irgendjemand hatte schon wieder einen Unfall. Gasly hatte einen Unfall. Ein Unfall! Sehen wir uns die Wiederholung an. Sehen wir uns das mal an. Da ist Aston Martin. Er beendet die Saison so, wie er sie begonnen hat. Okay, aber da sah nur noch ein bisschen Frontflügelschaden aus. Ist er wirklich ausgefallen? Nee, er ist nicht ausgefallen. Geringer Schaden am Frontflügel, ja, fahr weiter. Vielleicht kannst du gegen Ricardo trotzdem noch den Platz verteidigen. Ricardo ist noch 10 Sekunden hinter ihm. So, Norris 5 Sekunden vor Tsunoda. Ja, das ignorieren wir bitte. So, die Jungs können dann bald nochmal ein bisschen mehr Treibstoff benutzen. Tsunoda holt da schon wieder auf Norris auf. Aber seine Reifen haben schon ganz schön gelitten. Also wir drehen mal ein bisschen auf hier. Den Treibstoffhahn. Wir müssen jetzt halt nur gegen Ende des Rennens gucken, dass wir nicht zu sehr übertreiben. So, und wenn Ricardo jetzt nicht eine Runde schneller ist, eine Sekunde pro Runde schneller ist als Gasly, dann holt er den nicht mehr ein. So, und Tsunoda hängt da hinter Perez fest. Das ist natürlich auch für uns gut. Haben die Räder blockiert?
Vettel blockierte nochmal in Kurve 11. Wir sehen nochmals hin. Sebastian oh ja, Vettel schlimm. Ach so, da ist er. Und das könnte teuer werden. Warum haben die ja gerade die leere Box gezeigt? Das Team ist am Boden zerstört. Man weiß es einfach nicht. Also, wir sind hier schon wieder mit dem Treibstoff auf Kante. Bei Norris. Tsunoda noch 4 Sekunden hinter ihm. Aber wichtig, Ricardo 20 Sekunden hinter ihm. Ne? Wir wollen nur die Top 15 verteidigen. Magnussen ist auf den 10. Platz zurückgefallen. Vielleicht kann da noch irgendjemand was tun. Haben da die Räder blockiert? Latifi blockiert hier nochmal in Kurve 11. Ein Blick auf Nicolas Latifi. Die Blockade der Räder hätte teuer auch das ist irrelevant für uns. Das war ein herber Schlag. So, Norris 20 Sekunden hinter Stroll, aber immer noch ja, knappe 20 Sekunden vor Ricardo. Tsunoda 4 Sekunden hinter ihm. Kommt dann nicht entscheidend dichter ran, wie es aussieht. Weil er da auch, aber der kriegt jetzt DRS da mit Perez zusammen. Das ist natürlich nicht cool. Und Perez, ey, häng den doch mal ab, den Typen. Nee, aber Yuki Tsunoda lässt sich da von Perez scheinbar gar nichts gefallen. Wow. Krasse Nummer. So, Ricardo jetzt gerade in dem Moment an Gasly vorbeigegangen. Wo sind wir auf der Runde? Ach so, hier. Das war natürlich Ende der S-Zone. Zwei Runden sind es noch zu fahren. Und McLaren mit einem tollen Überholmanöver. Ja, ganz toll. Mit flachem Flügel. Sieh mal einer an. Daniel Ricciardo ist hier verwickelt. Und los geht's. Eine Position aufgeholt. Ein unglaubliches Ich bin unbegeistert. Manöver. So, Reifen sehen gut aus. Die halten auf jeden Fall bis zum Ende. So, letzte Runde. Tsunoda noch 3 Sekunden von Norris weg. Gasly 1,7 Sekunden hinter Ricardo. Ja, also da wird jetzt nicht mehr viel passieren, ne? Gasly mit seinem Flügelschaden. Kann man den sehen? Ja, den kann man nicht sehen. So, this is last lap. This is last lap. Also Gasly ist noch nicht mal auf der letzten Runde. Aber Norris hätte dann seine Startposition gehalten, ne? Gasly 2 Runden verloren. 2 Positionen, nicht 2 Runden. Und Norris hat seine Position gehalten. Sainz ganz weit hinten. Verstappen geht ja als Sieger vom Feld. Holt sich dann viel... Ja, doch, der war, glaube ich, Meisterschaftsführender, oder? Ja, Perez halt schon abgeschlagen. Und Leclerc schafft es dann nicht, an Verstappen vorbeizugehen. Also wird Verstappen hier wahrscheinlich der Champion werden. Während Magnussen sich einen Punkt vor Gasly, vor Norris, den 10. Platz sichert. Und wir insgesamt auf dem 6. Platz abschneiden. Also Verstappen ist schon über die Linie. Das heißt, wir haben es auch nicht mehr weit. Max Verstappen geht als erster über die Linie und gewinnt. Da ist die Wiederholung. Und da ist die Zielflagge. Max Verstappen ist unser Gewinner. Das passiert eben, wenn man Talent und Leidenschaft hinter das Steuer packt. Sie haben heute kaum etwas falsch gemacht. Ja, nicht schlecht. Er hatte auch eine sehr durchwachsene Saison, der Mann. Okay, so, let's check the flag. Did we get a thing? P13. So, und das Rennen heute dann halt einigermaßen ruhig.
tatsächlich, ne, nicht so ein Chaos wie in Mexiko. Unser Pierre kommt jetzt auch über die Ziellinie zum letzten Mal in dieser Saison. Ich bin froh, dass es geschafft hat. Nicht in der Wand. Ich bin froh, dass er da nicht komplett in der Wand hängen geblieben ist, sondern die nur so ein bisschen touchiert hat. Tja, und dann gehen hier in Abu Dhabi die Lichter aus für diese Saison. Eine ansprechende Leistung von Lando Norris an diesem Wochenende. Aston Martin hatte ein gutes Wochenende, aber es gibt noch Spielraum für Verbesserungen. Und am Ende des Wochenendes finden sie sich auf dem 6. Platz der Konstrukteurswertung wieder. Und damit ist die F1-Saison zu Ende. Die Teams werden in der Pause hart an sich arbeiten und sich für ein weiteres spannendes F1-Jahr rüsten. Ja, so ist es. Wir bereiten uns aufs nächste Jahr vor. Also Verstappen hier vor Leclerc, vor Perez, vor Russell. Sind die Ferraris nicht? Ach so, Sainz wurde direkt überrundet, deswegen waren die so dicht beieinander, die Ferraris. Magnussen auf dem 10. Herzlichen Glückwunsch, hat er noch einen Punkt geholt. Der einzige unserer Konkurrenten in den Punkten. Lando auf dem 13. Pierre, 2 Plätze verloren, wie gesagt, auf dem 16. Und für die Fahrerwertung bedeutet das dann, Max Verstappen gewinnt am Ende mit einem beruhigenden Vorsprung. Leclerc überholt nochmal Sainz. Perez bleibt auf dem 4. Habe ich ja gesagt, ne, da ändert sich hier nichts mehr. Lando dann mit einem Punktabstand auf dem 11. Platz hinter Magnussen. Pierre Gasly auf Platz 12. Ja, die Williams, das einzige Team ohne Punkte tatsächlich. Ferrari gewinnt die Konstrukteursmeisterschaft deutlich vor Red Bull. Mercedes dahinter mit ganz viel Abstand, dann mit noch mehr Abstand Alpine, ein bisschen Platz auf Alfa Romeo. Dann wir mit ja, knapp mehr als halb so viele Punkte wie Alfa Romeo. Mit 20 Punkten Abstand sogar auf Alfa Tauri. Und Haas haben heute noch einen Punkt geholt. Und deswegen nur 24 Punkte Rückstand auf uns. McLaren dahinter und ganz hinten Williams ohne Punkte. Also ich weiß gar nicht, ob man Williams spielen kann in dem Spiel. Ne? Also da muss man ja da 5 Saisons einplanen, ehe die Wagen überhaupt so weit sind, dass sie irgendwo mitfahren können. Das ist schon krass. So, es gibt Punkte. Gutes Ergebnis von beiden. Ja, mehr gibt es da nicht. Ist dann halt leider so. Wir bekommen 4,2 Millionen. Ne? Wir haben es im Qualifying absolut nicht geschafft, unsere Ziele zu erfüllen. Und damit ist diese Saison um. Der Vorstand dürfte zufrieden sein. Gucken wir uns beim nächsten Mal an. Dann geht es in die neue Saison auf jeden Fall. Wir haben noch ein bisschen Geld auf dem Konto. Das werden wir mitnehmen. Denke ich erstmal in die neue Saison. Ne? Also ich werde es jetzt nicht sofort in eine Wetterzentrale oder sowas investieren. Da müssen wir mal schauen. Also ich weiß sowieso noch nicht, wie unsere Finanzen in der nächsten Saison aussehen werden. Da müssen wir mal mit den Sponsoren verhandeln. Wir müssen gucken, was der Vorstand uns gibt. Aber das alles beim nächsten Mal. Da machen wir dann die ganze Vorsaison quasi. Und gehen dann mit der Entwicklung nochmal richtig ran ans Auto und ich hoffe, unser Auto wird gut in der nächsten Saison. Da schauen wir auch in der nächsten Folge am Anfang nochmal drauf, wie das Auto jetzt am Ende der Saison war, von der Platzierung her. Und dann gucken wir mal, wie gut unser Auto dann geworden ist vor der ersten Upgrade-Runde, ne, die ja noch deutlich vor dem ersten Rennen, glaube ich, zu Ende ist sogar. Da bin ich gespannt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann, wie gesagt, in die neue Saison starten mit einem hoffentlich deutlich verbesserten Auto. Macht's gut und bis dann. Ciao.